Moin, Sonntag hier. Schön zu hören von mir bei Netzka The Game auf der PlayStation 3. Wir befinden uns im 16. Rennen in Kalifornien, ganz genau im Infineon Raceway. Jo, hier ist die Besonderheit in diesem Rennen, dass das keine typische NASCAR-Strecke ist. Das hat eher Qualitäten einer DTM oder Formel 1-Strecke, je nachdem, wie man es sehen will oder wie man es benennen will, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es kein Rundenkurs. Ich fahre hier auch die Qualifikation und fängt schon mal ziemlich beschissen an, aber ist auch egal. Die erste Runde besteht immer aus einer Einführungsrunde, kann man ein bisschen üben. Und wie man oben links sehen kann, Lap 0 von 2, also ich habe gleich 2 Runden Zeit, eine Bestzeit hinzulegen. Ob mir das gelingen wird, ich bezweifle es. Ich denke mal, komme ich schon wieder schön weit raus, übers Gras. Reifenstapel nehmen wir auch mal mit. Ich denke, trotz Qualifikation werde ich wieder vom letzten Platz aus starten. Es sei denn, es geschieht ein kleines Wunder. So, jetzt die letzten beiden Kurven vor Start und Ziel. Wieder zu viel Speed drauf gehabt. Nicht gut abgebremst. So, aber jetzt geht's los. Gleich über Start und Ziel in die erste Qualifikationsrunde. Get ready! Yeah! Bisschen abbremsen. So, erste Kurve geschafft. Wieder nicht abgebremst. Gut, egal. Ich fahre einfach mal weiter. Bleibt mir ja auch nichts anderes übrig. Bremsen. Und bremsen. Nein! Wieder beschissen genommen. So, bremsen, ab um die Ecke. Das ist gelungen. So, wieder bremsen. Und wieder nicht genug gebremst. Das kostet Zeit. Na egal. Weiter geht's. Den Reifenstapel lasse ich mal da, wo er ist. Nee, doch nicht. Ich habe doch irgendwo was mitgenommen. Ja, die nehmen wir auch mit. Ich fürchte, oder ich befürchte, das wird immer noch der letzte Platz sein. Auf geht's. Start und Ziel direkt vor uns. So, erste Kurve. Platz 13, hey, immerhin. Nein! Und wieder gegen die Mauer. Ja, das ist doch aber schön. Ich starte nicht vom letzten. Ich habe mich um rund 30 Plätze verbessert. Ist doch eine nette Ausgangsposition fürs Rennen. Und ich sehe schon, ja, zu viel Gelaber, mich nicht wirklich auf die Strecke konzentriert. Gut, bringen wir das schnell zu Ende. Am besten nochmal die Strecke ein bisschen merken. Ich kenne die Strecke auch nicht wirklich auswendig, also fahre ein bisschen blind, so gesehen. Aber nun gut, mit Startplatz 13 kann man leben. Jimmy Johnson, Alter, du wirst aufs Dach kriegen. So. Wenn ich das dann einigermaßen auf die Reihe bekomme hier. Zack. Immerhin auf der Strecke. So. Hier muss man tierisch bremsen. Das ist die letzte Kurve vor Start und Ziel. Ja, nicht gegen die Mauer. Wenn das so im Rennen auch laufen würde, das wäre fantastisch. So. Zeit habe ich wohl nicht verbessert. Nee, 13. Platz. Auf geht's ins Rennen. Oh,
Welcome to Infineon Raceway, the first of two road course races for NASCAR's Sprint Cup Series, tucked away here in the beautiful Sonoma Valley. Here on PRN, we'll be talking about drivers turning left and right, also going uphill and downhill. The elevation change on this road course from the top of the racetrack to the very bottom, almost 10 stories. Used to be this track favored the road course ringers, but lately your oval track stars like Kyle Busch and Casey Kang have found some success here at Infineon Raceway. So, auf geht's. Ich starte vom 13. Platz, dank dieser Qualifikation, die ja auch nicht so optimal lief. Jimmy Johnson startet vom 2. Platz. Den geht es einzuholen. Und da kommt es schon gleich zur gelben Flagge. Ja, ich finde unangemessen. Warum dreht er sich da? Okay, ich habe ihn ein bisschen geschubst. Aber ihn zu schubsen war auch leichter, als auf eine Weide zu gehen und ein paar Kühe zu schubsen. So. Gelbe Flagge ist hier gar nicht gut, weil die Rundenanzahl ist hier doch sehr, sehr gering. Wir sind schon in Runde 3 von 6. Also die Hälfte ist schon durch. Und wenn man nach vorne fahren möchte, ist das natürlich nicht so super. Gilt natürlich jetzt, die gelbe Flagge zu vermeiden. Allerdings sehr schwer hier, weil es ja nicht so ein üblicher NASCAR-Rundkurs ist. Muss man mal gucken, wie man das so hinbekommt. Oh. Dankeschön. Ja, läuft ja ganz gut. Ich bin schon Dritter. Oh, fuck. Bisschen spät gebremst. Egal. Kurt Busch vor mir, hinter mir. Boja oder wie der heißt. Ich fahre mal einfach über die Wiese. Oh. Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt, wie ich hier fahre. Aber gut, es gibt keine gelbe Flagge oder sonst irgendwas. Ich bin Position 1. Das ist doch mal ganz entspannt. Ah, abbremsen. Nein, immer noch nicht genug. Schon wieder die Mauer. Aber gut, Platz 1. Kann ich mit leben. Fuck. Runde 4. Bisschen vom Gas gegangen eben vor der Kurve. Jetzt kommt eine scharfe links. Rechts meine ich. Diese Strecke ist auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller als die bisherigen, die so im Kalenderjahr so zu absolvieren waren. Scharfe rechts wieder. Ich bremse. Oh, komm gut rum. Nochmal scharfe rechts. Ah, sehr gut. Nicht auf die Wiese. Das finde ich toll. Ich guck mal nach hinten. Hab nicht viel gesehen. Aber ist ja auch kein schlechtes Zeichen, wenn man nicht viel sieht. Wieder einen Reifenstapel mitgenommen. Aber ich denke, die Streckenposten sind hier sehr, sehr einsatzfreudig und werden das schon wieder richtig aufstellen, wenn ich denn das nächste Mal dort vorbeikomme. So, bremsen, scharfe rechts, ja, nicht gegen die Mauer, hinter mir fährt der andere gerade um die Kurve. Es ist die letzte im Rennen. Es ist Kurt Busch, der da hinter mir fährt. Zuletzt auch mein Hauptkonkurrent gewesen. Und gelbe Flagge. Jetzt ist ja eher Jimmy Johnson wieder. Mein Hauptrivale im Kampf um die Gesamtmeisterschaft. Was? Gab es jetzt für mein Versagen eine gelbe Flagge? Ich habe doch gar kein anderes Auto mitgenommen oder so. Ich bin doch einfach nur schlecht gefahren. Aber nun gut. Was? Grid oder? Nee, ich bleib inside. Okay. Wieso falle ich jetzt ein bisschen nach hinten? Habe ich mein Auto so weit geschrottet? So ein Mist.
Was ist nun passiert? Also so gut kenne ich die Regeln auch nicht. Aber ich bin Platz 1 immer noch. Und mittendrin im Feld. Das heißt, ich habe die anderen jetzt alle... Ich bin hier gerade am Überrunden, oder? Okay, jetzt habe ich den Überblick verloren. Aber gut, solange ich Platz 1 bin, soll mir das egal sein. Auch ein bisschen komisch oben links, da steht Runde 7 von insgesamt 6. Das geht ja irgendwie gar nicht. Ich glaube, das hat jetzt hier gerade einen leichten Bug. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber nun gut, solange ich Platz 1 bleibe oder bin, kann da stehen, was da ja will. So, oh, ich komme ins Schlittern. Ah, Kurve. Nein. So. Nein. Dreher. Es kommt nicht zur gelben Flagge. Ah. Kurt Busch hat die schnellste Runde in diesem Rennen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeschmissen, weil ich habe echt keine Ahnung. Es steht da, ich bin erster Platz, ich fahre aber mitten im Feld. Es ist Runde 7 von 6. Oh mein Gott. Keine Ahnung, was da am Ende... Oh, jetzt. Verdammt! So, wurde aufgehalten. Weiter geht's. Ist jetzt schon Ziel. Ja, ich bin Erster. Juhu! Oh, das ist doch mal ein gutes Rennen gewesen. Schön Erster. Jetzt kann ich noch ein paar Bonuspunkte sammeln. Schön die Reifen durchdrehen lassen. Oh, 200 Punkte. Nochmal 400 Punkte. Insgesamt fast 500 Punkte. Noch 5 Sekunden. Das ist auf jeden Fall erfreulich, dieses Rennen für den Gesamtstand. Vorbei. Er jubelt. Ich drück mal weg, weil er jubelt ja gleich nochmal. Genau hier. Ja, da lasse ich mich doch gerne feiern. Spritz ein bisschen mit der Shampoosflasche. Bin ja mal gespannt, wo Jimmy Johnson gelandet ist. Hoffentlich nicht Zweiter. Nach diesem eher merkwürdigen Rennen. Ich bin Elite Racer, steige auf und bin nun NASCAR Racer. Rank up. Yeah. Jo, scheint zu laufen. Das hat mir gefallen, das 16. Rennen. Kommt jetzt nur drauf an, wo ist Kurt Busch ist Zweiter und wo ist Jimmy Johnson? Jimmy, du bist Zehnter. Ja, sehr gut. Gucken wir gleich mal auf den Gesamtstand. Zur Erinnerung, ich hatte 51 Punkte Rückstand. Jetzt sind es nur noch 38 Punkte Rückstand. Auf den ersten, auf Jimmy Johnson. Immer noch Siebter in der Gesamtwertung. Ja, wunderbar. Macht's gut, Leute. Macht's besser. Bis dann.